zur ersten Folge vom Cooking Simulator, beziehungsweise mein ein Jahr voll P Special. Ja, zwar verspätet, aber es ist egal. Ja, mein Kanal ist seit dem 2.1. oder 3.1. ein Jahr alt. Ja, ich weiß nicht einmal, wann er ein Jahr alt geworden ist. Offiziell habe ich ihn am 11.06.2019 gegründet, aber Videos habe ich dann erst ab dem 2. oder dem 3. gemacht. Ja, und das soll eigentlich so ein Danke-Video sein an euch, für euch. Und ja, wir backen heute was im Cooking Simulator. Und zwar habe ich mir rausgesucht eine Sachertorte. Eine Sachertorte? Eine gute alte Sachertorte? Und ja, da werden wir jetzt das machen und dann backen. Und dann habe ich noch am Ende ein kleines Special für euch. Da habe ich mir ein kostenloses DLC runtergeladen. Für die, die Cooking Simulator spielen, kennen das wahrscheinlich, das Cars DLC. Ja. Ups. Wir machen Sachertorte, anheften und let's go. Wir brauchen mal eine Bitterschokolade, die finden wir im Kühlschrank. Wie viel sind das? Waren 200 Gramm, das passt perfekt. So, machen wir das mal an. Oh, machen wir doch nicht an. Müssen wir zuerst noch. Jetzt können wir es anmachen. Jetzt haben wir das mal. Und dann brauchen wir noch eine Butter. Eine gute alte Butter. Vom Butter Werner. Wow. Kann man das auch da? Ach, wir machen. Kaufen uns da ein. Ups, kaufen uns da einfach nochmal eine Pfanne. Utensilien. Also einen Topf, Entschuldigung. Einen großen Topf bitte kaufen, dann nochmal kaufen, danke schön. So, und dann haben wir hier einen Topf. Ganz stark. Gehen wir mal rein und ab die Post. Ich weiß jetzt nicht, welcher der brennt. Okay, ist der falsche, brauchen wir das. Ja, jetzt brennt das. Schmilzt die Butter so? Wird einfach nur warm, nehme ich mal an. Dass man hier nicht springen kann. Nee, den muss ich. Häckseln. Ups. Oh. So, jetzt haben wir da schön Butter und. Oh, das können wir abschalten. Das ist auch gleich fertig. 400 Gramm. Also wir sollen das wahrscheinlich zusammenmischen. Ah! Wir müssen das zusammengeben. Das ist noch nicht fertig. So, Vanilleextrakt haben wir da. Das habe ich im Livestream zu Silvester gesucht. Jetzt weiß ich es immerhin. Aber zuerst brauchen wir mal 400 Gramm Ei, Junge. Vier Eier heißt das. Ja, dass wir auch zu unserem Special kommen. Ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen spät dran. Ich habe halt gedacht, Silvester und so. Also mit dem Weihnachtsvideo, da habe ich hier so in ja, einen Rückblick auf den Kanal gemacht und habe es dann in die Klassen, weil ich dann eh wenig Zeit hatte, weil dann mein bester Freund den LS bekommen hat und wir den zum ersten Mal dann zusammenspielen konnten, habe ich mich dann eher darauf konzentriert, das will ich schon mal. Und deshalb hatte ich dann zu Silvester nicht viel Zeit, habe dann halt auch einen Livestream gemacht und dann habe ich irgendwann, war ich viel im Einsatz für die Schule und so und dann bis jetzt. Und jetzt, ja, deshalb kommt erst jetzt das Special-Video, weil ich halt nicht so viel Zeit hatte. Aber ich möchte mir trotzdem ein bisschen Mühe geben. Und ja, fangen wir mal mit unseren Dankesredungen an, die ich für die Personen Bubble, denen ich viel in diesem Jahr zu verdanken habe. Wenn ich da jetzt jemanden vergesse, schreibe ich es halt in die Kommentare noch nachträglich oder blende es im Video ein. Also zuerst einmal ist da ganz oben der Tanzbär, der, wie ihr schon wisst, wenn ihr meine Videos schaut, ist mein Bruder und
Mit dem habe ich auch viel aufgenommen und habe auch viele gute Videos gemacht. Also ich meine, für mich waren am Anfang alle gut. Jetzt finde ich manche nicht mehr so gut. Aber das Buchholz-Video ist ein Beispiel. Ups. Das ist halt sehr beliebt geworden. Was uns beide dann gefreut hat. Und jetzt ist das zwar irgendwie nicht mehr Schoko, aber egal. Mache ich zuerst dann auch das. Und ja, danke, Tanzbär. Dann, der nächste im Bund ist Phantom Yao. Der ist auch schon von Anfang an dabei. Ist ein Klassenkollege von mir und auch ein guter Freund von mir. Beziehungsweise auch einer von zwei meiner besten Freunde. Und also ich habe viele sehr gute Freunde und dann halt noch die, mit denen ich sehr viel mache. Und ja, er hat mir viel geholfen, hat mir ein paar Tipps gegeben, was ich zeigen soll und sowas. Auch hier mal danke. Und ja, lassen wir auch das haben. Ja, der nächste ist dann Mr. Cubie, der war nicht von Anfang an dabei. Das liegt daran, dass erst später seinen Twitch-Kanal gegründet hat und auch dann, wie ich den Season 2 Vollgas-Livestream hatte, hat er seinen Kanal gegründet und also hat ihn schon davor alles vorbereitet und dann haben wir zu zweit zum ersten Mal für seinen Kanal einen Stream gemacht. Das hat ihm dann so viel gefallen, dass er jetzt mehr Follower auf Twitch hat wie ich. Das ist mir aber ziemlich egal, da wir, ja, und er ist mein Nachbar und auch ein guter Freund von mir und deshalb, ja, danke an dich, Mr. Cubie. Dann haben wir noch Simulator TV, dank ihm. Beziehungsweise mit ihm habe ich das beliebteste Video auf meinem Kanal gemacht. Notruf 112 Folge 1. Wir suchen das Krankenhaus oder so heißt das. Ja. Wir finden das Krankenhaus. Danke, Tanzbär. Und ja. Das Video hat schon 1,1 tausend Aufrufe oder noch 1.000 und noch ein paar dazu, was trotzdem extrem ist. Und dann habe ich irgendwie so, jetzt habe ich laut derzeitigem Stand, 15.01. um 10:35 Uhr, habe ich 38 Abonnenten. Und davor, bevor ich das Video hatte, hatte ich 26. Ja, dann hatten wir, ich konzentriere mich irgendwie gar nicht mehr auf das. So. Warte. Wo sind wir jetzt? So, für später aufbewahren. So. Oh. Okay, noch eine Schüssel. Das hat mich sehr gefreut. Und ja, dann gibt es noch NTL. Das war der erste größere Kanal, der mich gefunden hat. Und der mir dann, mich dann auch ein bisschen unterstützt hat. Und dann also wollte ich, funktioniert hat es dann nicht wirklich, aber ich habe dann probiert zu zweit, beziehungsweise mit dem Tanzbär auch dann noch, ein Community Special MLS zu machen mit Maisernten und sowas. Das hat nicht so gut funktioniert, aber wenn es wiederkommt, dann funktioniert es besser. Aber hier ist daneben Salz und warum ist da kein Salz drin? Jetzt ist wieder zu viel. I loving it. Ach, es ist eh schon wieder zu viel. Egal. So. Flachrührerbomber. Ja, das haben wir nur einmal. Ach, Schmutz. In die gleiche nennen wir den Kuchen. Mehl 500 Gramm. In welche jetzt? Weil irgendwie. Eigentlich in die da. Ist nicht mein Problem. Kuchenmehl. Da. 500 Gramm. Ich hasse das. Ich hasse es. Jetzt haben wir zu viel. Geil. So, Kristallzucker braucht man dann noch. Das ist hier 150 Gramm nur. Das war jetzt auch wieder zu viel. Und den Teig. Welchen Teig?
Also muss ich das jetzt doch schon rühren? Machen wir mal anders, denn. Flüssigteig ist richtig. Weil das brauchen wir. Schon lernen passt. So. Und was haben wir? Einen Teig. Ah, Schokolade sieht gut aus. Oh. Farbe jetzt nicht wirklich von dem, aber ich habe eigentlich nichts vergessen. Die Bitterschokolade ist halt nicht so gut drinnen. Gibt Sachertorte flüssig. Teig in Rundbackform. Vielleicht wird das ja jetzt noch schöner. So, Rundbackform. Ja, man dann nicht. Legen wir ihn einfach daher, ist egal. So, Backen, Stelle. Also. Was braucht das? 4 Minuten 50. Warte. Bei 150. Und dann Ade. Und jetzt? So, 4 Minuten 50. Bei 150 Gramm. Sollte passen. Gut. Und ja, das. Jetzt haben wir das. Ja. Und dann halt noch meine Freunde, die bei meinen Streams oft dabei waren, bei Among Us zum Beispiel mitgespielt haben, dass das lustig war. Und dann. Ja, und dann. Warum sie noch mitgespielt, ist mir vorher eingefallen. Genau, Minecraft. Minecraft waren es dabei. Und. Ja, Minecraft, genau. Wie auf Twitch beim Trailer Minecraft. Ja, man vertippt sich halt leicht. Und ich habe eigentlich das alles kontrolliert, nur ich habe jetzt nicht. Das wirkt auch. Also, man muss wirklich das Minecraft lesen. Also wirklich genau auf jeden Buchstaben schauen. Ich habe mir einfach den Text nicht mehr durchgeschaut, das war nicht rot markiert. Also schon rot markiert, weil Minecraft immer rot markiert ist, weil das nicht das Wort erkennt. Und dann habe ich mir gedacht, das ist halt so und habe es dann gelassen. Geil. Egal. Ups, das war ich. Und ja, das waren so die Sachen. Ja, im Sommer habe ich viele Abonnenten bekommen, jetzt im Dezember, wodurch wir schon fast bei 40 Abonnenten sind. Und das freut mich sehr. Und der Kanal existiert seit 1,5 Jahren. Und wir haben bis dahin, laut heutigem Stand, das stimmt nicht ganz, weil das wird immer nur auf 28 Tage hin. Also das aktualisiert sich da immer, aber ich habe da keine neuere Anzeige. Wir haben, also laut der neuesten Anzeige, ist nicht oft, richtig, aber egal, 3.539 Aufrufe, was auch sehr schön ist. Und wir haben im Dezember davon die Hälfte gemacht. Also fast die Hälfte, weil 1.500 Aufrufe habe ich im Ding gemacht. Im Dezember bzw. Jänner. Und ja, das freut mich. Das finde ich gut. Und deshalb werde ich das jetzt auch noch die nächsten Jahre weitermachen und freue mich halt auf die nächste Zeit. Mir fällt gerade ein, warum tue ich nichts anderes vorbereiten, außer diese Sache tolle. Mensch. Da kommt ja noch was. Genau. Wir brauchen nämlich some Gasflaschen. Ein Chaoswerkzeug. Eine Kamera. Den Weihnachtsschmuck nehme ich jetzt nicht. Egal. So. Sonst nehme ich den eigentlich immer sehr gerne. Und wie lange haben wir jetzt da noch? Eine Minute. Und ja. Danke für die ist es schöne Jahr und wir machen auch so weiter. Es kommen neue Projekte, unter anderem LS-Projekte und Minecraft-Projekte. Farm Life ge kommt das Finale. Also da gibt es noch eine Folge und dann ist Finale. Das nehmen wir wahrscheinlich heute auf.
Oder sonst eher dann dieses Wochenende. Und dann schaue ich, dass ich das auch fertig kriege rechtzeitig, damit ich ein Projekt mal in meinem Leben abgeschlossen habe. Und dann kommt LS19, The Story of a Farmer. Das schaue ich jetzt, dass ich, das ist mein Ziel bis März, das fertig zu machen. Dann kommt Stadtleben und dann kommt ein neues LS-Projekt. Das ist mein Plan. Und hier und da halt auch mal andere Spiele. Fall Guys mit Mr. Cubie und wenn es dann auf die Xbox kommt, hoffentlich bei zu Season 4. Mit Tanzbär und einem Freund von mir, dann wird richtig was weitergehen. Ja, danke, danke. Und jetzt bringen wir noch die Sachertorte fertig und machen. Verzieren es dann, glaube ich, noch ein bisschen, müssen wir es. Und ja, dann haben wir es auch schon. Das Video und ja. Nur so eine kleine Interessensweckung. Ich streame derzeit regelmäßig auf Twitch Forza Horizon 4. Das ist ein Rennspiel von Microsoft Studios und Turn 10 Studios. Und das kann euch kostenlos durch den Xbox Game Pass Ultimate spielen. Und das sieht echt nicht nach einer Sachertorte aus. Nach einer guten alten Sachertorte. Herausnehmen. Das ist halt gar keine. Wir müssen da noch mit Ding was machen. Gibt's da nicht irgendwie Schokoladen? Maronencreme? Eher weniger. Karamell, wer isst sowas? Schokoladentür. Das sieht doch noch was aus. So, das können wir jetzt weggehen, dass das schön ausschaut. Alter, das ist halt gar keine Sachertorte. Das ist doch keine Sachertorte, oder? So, ich hab nichts mehr. Ach, geschickter. Und ja, es kommen ein paar neue Projekte, ein paar werden auch aufhören. Warum kann ich diesen Blödsinn da nie beschmieren? Geht doch. Danke. Danke. So. Jetzt. Ich würde gern wissen, wie ich da raufkomme auf das da. Was wollen die da von mir? Ich will nichts stechen. Ah ja, da habe ich. Wir können jetzt noch ein paar Toppings draufgeben. Welche, die halt passen. Was passt denn da? Orange ist immer oft dabei. Banane eher weniger. Kürbis ist nichts. Bitterschokolade eher auch nicht. Dann. Gehen wir das mal da drauf. Und was haben wir da? Limettencurd. Füllpistole. Füllung. Schauen wir uns das mal da bei so einem Teig an. Irgendwie hier, da. Und spritz mal. Ich will es nicht verhauen. Ah, das wird so ein Ding sein, das ich reinspritzen kann, dass das dann diesen Geschmack annimmt. Das kann sein. Warum kann ich das da nicht reingeben? Ups. Nee. Hat einfach keinen Bock. Egal. Also das geht nicht. Entweder das oder das. Man sollte halt auch mal zuerst die Anzeige lesen. Das stapeln tun wir hier nichts. Was das werden soll, keine Ahnung. Gebäckspritze. Wird halt gern wissen, was das ist. Eckige Öffnung. So, und als Dressur zeichnen? Ah ja. Oh. Ah, das sind so Stecher. Ah, sieht gut aus. Und ja, also falls euch Forza Horizon 4 interessiert, könnt ihr das gerne auf meinem Kanal live anschauen und auch später noch. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wir könnten entweder. Ach, ich mache jetzt da ein paar Erdbeeren drauf. Pump.
noch ein paar. Es nervt halt so, dass. Oh, Himbeere will ich nicht. Erdbeere, gib her. Und ja, ah ja, es kommt noch ein neues Projekt vom Cooking Simulator. Warum greife ich immer dahin? Vom Cooking Simulator. Das ist das Spiel, was ich gespoilert habe. Und also schon auf meinem Discord-Server, dem ihr gerne beitreten könnt. Link ist immer in der Videobeschreibung auf Twitch, überall unter Kanalinfo, überall findet ihr das. Und ja. Ja, da kriegt ihr Spoiler-Sachen zu neuen Projekten. Könnt ihr Mitspieler denken. Gibt es eh dann noch irgendwann mal ein eigenes Video, wenn ich mal dafür habe. Und ja, der ist jetzt so gut wie fertig. Er ist jetzt noch nicht ganz richtig mit diesen News und sowas. Aber es wird was. Also ich schaue mir das jetzt übers Wochenende an. Und dann haben wir das auch. Und ja, würde mich freuen, wenn er halt da drauf geht. Weil wir da erst, wie viel haben wir da erst um 7 Mitglieder oder sowas? Keine Glanzleistung. Aber ich habe auch noch nie so wirklich aufgerufen, außer im Overlay steht's. Und oder wo steht's? Ja doch, im Overlay vom Stream. Bin ja doch nicht so hohl, wie ich ausschaue. Ja. Oh, die Chaosmaschine. Das ist das DLC. Nächster Modus. Ja, ist schon recht. So, Gravitationstauscher. Jetzt schwebt das da einfach. Wir könnten jetzt noch was Lustiges. Ah, diese Toppings gibt es da. Zu hellige Verwandlung. Das ist auch lustig. Schockwelle. Dann fliegt ja alles in die Luft. Feuerkorbswerfer. Und was haben wir noch? Kopiekanone. Das kann man jetzt nicht kopieren, aber das. Aber vielleicht die Torte? Mode? Alles in Ordnung. Nein! Ach so! Der scannt das und dann kann er schießen. Ja. Oh, Grüße. Zurücksetzen. Also richtig cool. Jetzt ist es aus. Und jetzt holen wir uns da noch die letzten Sachen. Ja, wo ist jetzt meine Gasflasche von da? Hat der etwa mitgesprengt? Hey, wo ist die hin? Ey, jetzt ohne Mist, ey. Wie kann man das werfen so? Ach, dieses Werfen ist halt auch so blöd. Egal. Ja, in Cooking Simulator werden wir Wettbewerbe machen. Pizza backen gegeneinander. Das Vollpiss-Spezial zeige ich euch. Und sowas. Also freut euch darauf und ja, also ein neues Spiel. Und sobald es released ist, kommt auch The Bus. Und auf das ich mich schon sehr freue mit diesem Multiplayer und der Leitstelle und so. Und das soll ja jetzt bald in die Alpha gehen. Und da werde ich es mir sofort holen und euch ein paar Videos hochladen, damit ihr da auch ein bisschen was mitbekommt. Vielleicht spielen wir ja auch war mal wieder mit TV, wenn er sich auch kauft. Weiß ich nicht. Oder sowas. Keine Ahnung. Irgendjemand werde ich schon mal finden, dass der das Spiel Multiplayer spielt. Und ja. Jetzt. Ich meine, habe ich da noch ein Ding vergessen auf dem Boden. Nimm die Füße in die Hand. Und dann mach die Robe. Robe. So, ein Foto. Ein Foto de la Crème fraîche. Crème de la Crème fraîche. Ja, immer. Foto des Tages wählen. Das da. Ja, Foto des Tages, Dankeschön. Oh, Crème de la Crème fraîche. Ich liebe dieses Wort. Crème de la Crème fraîche. Okay, so. Was brauchen wir jetzt?
Ah ja, also ich freue mich auf das nächste Jahr VLP und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video und wahrscheinlich im Farmlab-Finale. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag und ja, tschüss. Es gibt noch ein Special. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao, ciao! Man muss ich hier sauber machen. Oh, oh, und hier und so und da.